Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, es handelt sich hier um einen Test, um festzustellen, wie lange Slower einen bestimmten Text zu lesen. Und dieser Text nennt sich streichfähig. Kürzlich stand ich viele Minuten auf der Straße herum und starrte auf ein Brotreklame-Plakat. Was die anderen Passanten in dieser Zeit über meinen Geisteszustand vermuteten, das weiß ich natürlich nicht. Auf jeden Fall hatten die dort platzierten Werbeplakate, die hatten sprachlich gesehen zwei deutliche Fehler. Der eine Fehler, der fällt mir jetzt nicht mehr ein, das weiß ich nicht mehr. Ja, aber der schon. Und der ging so: Das Brot ist sehr streichfähig. Wie was ist es das? Ich halte es schon für äußerst zweifelhaft, Butter, Margarine und so weiter als streichfähig zu bezeichnen. Diese Substanzen mögen durchaus tolle Fähigkeiten haben. Ich will da niemanden diskriminieren, nein. Aber ich kann mir extrem schwer vorstellen, wie sie jetzt nur mal als Beispiel zu mir nach Hause kommen und dann meine Raufasertapete streichen und das dann auch noch fähig. Nein, nötig hätte die Tapete das, aber ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen, nein. Und dann, das gilt für Margarine und Butter und so weiter. Aber das Brot, ne, das Brot, für das Brot natürlich erst rechtlich, ne, niemals ist es streichfähig. Okay, der aufmerksame Betrachter und Betrachterin, die ahnen es ja durchaus, was wirklich gemeint ist. Zumindest bei den Substanzen, ne? Also da ist gemeint gut streichbar oder gut verstreichbar. Ist klar, ne? Was die Substanzen bezeichnet, betrifft, das ja. Aber das Brot, was nun jedenfalls vor meinem inneren Auge auftauchte, das war das Bild seiner riesengroßen Hand, die mit einem entsprechenden Streichmesser versehen und mit übermenschlicher Kraft das arme Brot, das komplette arme Brot, irgendwohin schmiert. Vielleicht ja an das Schaufenster der Bäckerei, altmodisch, also der Back Factory, dass er es dahin schmiert, die Hand, ne? Oder auch von die, oder an die Scheibe des Wärmetexters. Das wäre vielleicht sogar noch besser.
schließlich hat uns der diesen Streich gespielt. Vielen Dank.